Wir müssen uns entscheiden, Christus oder das Bordell. Und Exodus bietet einen Ausweg aus diesem Wohlstandsbordell, weil wir haben nicht mehr viele Priesterberufungen. Und wenn wir den Glauben der nächsten Generation weitergeben wollen, dann müssen wir zupacken. Jeder einzelne von euch ist gerufen. Ah, so viele Männer, herrlich. Ja. Ich komme gerade vom Franz Jägerstätter, von einer Männerwallfahrt von dort. Euch gerade geschwärmt von Franz Jägerstätter, ich schwärme schon 5 Jahre von ihm. Das ist ein Mann, ein Heiliger im ersten Jahrhundert, und hier sehe ich fast 200 Heilige. Und wie können wir heilig werden, wir als ganz normale Männer? Jägerstätter war ein einfacher Bauer. Der hat damals mehr kapiert als die meisten Bischöfe, wenn es um den Nationalsozialismus gegangen ist. Die neuen Regierungen, da haben die Bischöfe genauso Probleme damit. Und Kardinal Müller hat das synodale Sekte bezeichnet. Ich glaube, hier sind Männer, die das kapiert haben, dass hier eine Ideologie läuft, die in die falsche Richtung geht. Und ich habe hier jetzt ein Buch von Franz Jägerstätter. Er hat einen Exodus hingelegt, den wir wahrscheinlich kaum schaffen werden. Aber es kann uns passieren. Bereiten wir uns darauf vor. Denn diese Ideologien, die sich jetzt zusammenbrauen, die werden langsam autoritär. Und dieses Buch heißt Christus oder Hitler. Er wollte sich entscheiden für Christus und hat dafür sein Leben gegeben. Und wir waren bei seiner Tochter, die hat uns erzählt, aus ihrer Familie, aus dem Nähkästchen. Und da waren wir 3 Männer im Jägerstätter Haus. Und da sind nicht wenige Augen von den Männern trocken geblieben, als diese 80-jährige Tochter von Jägerstätter erzählt hat. Und ich wünsche mir, dass wir Männer auch so entschieden für Christus eintreten. Und dazu gibt es ein Programm, das nennt sich Exodus. Wir müssen uns entscheiden, Christus oder das Bordell. Und Exodus bietet einen Ausweg aus diesem Wohlstandsbordell durch Gebet, durch Askese. Und die Askese hilft uns, das Gewissen zu schärfen. Und jeder hat ein Gewissen, das ganz klar gesehen hat: Ich kann den Hitler-Eid nicht ablegen, denn da ist der Antichrist dahinter. Und wir müssen uns wirklich entscheiden, vor 25 Jahren nur 50% zu arbeiten, mit 7 Kindern. Meine Frau war zu Hause. Und zuerst habe ich es gemacht, damit ich mehr Zeit habe für die Kinder. Dann waren die Kinder aus dem Gröbsten raus. Dann hat die Lebenshilfe, bei der ich mit Behinderten gearbeitet habe, mich gebeten, wieder Fulltime zu arbeiten. Und ich habe gesagt, nein. Ich habe mich entschieden, Männerarbeit zu machen. Das war vor inzwischen 12 Jahren. Und ich bin in dieser Männerarbeit, durfte ich wirklich heranreifen zu einem echten Mann. Ich war vorher ein Waschlappen. Und ich habe sehr viel Zeit investiert in diese Männerarbeit. Meine Frau hat dann gesagt, oh, und zu Hause, die Bude, die verkommt. Naja, Pater Paulus ist mal zurückgekommen von Amerika und hat erzählt bei einem Wochenende, ja, jetzt habe ich diese Männer dort besucht, die ich damals gearbeitet habe, die da den ganzen Lebensmarsch für das Leben aufgebaut haben in Amerika, aber ihre Häuser haben ganz schön runterkommen. Die hatten voll Engagement fürs Reich Gottes. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das sagt mir meine Frau auch, dein Haus ist ganz schön runterkommen. Und dann vor 3 Jahren hat die Bude gebrannt.
dann habe ich schlaflose Nächte gehabt und den Herrn gehadert und gesagt, ich habe so viel dir gegeben und du lässt jetzt meine Bude abbrennen. Und dann waren wir noch unterversichert. Und dann waren plötzlich 10, 15, 20 Männer da, die uns geholfen haben, um die Unterversicherung reinzuarbeiten mit Eigenleistungen. Und einer, der sitzt auch hier, hat dann einen Spendenaufruf gemacht. Und ein Jahr später habe ich gewusst, warum die Bude gebrannt hat. Jetzt ist sie saniert. Und nicht nur saniert, ich habe durch diese 50%-Stelle auch viel weniger in die Rente eingezahlt. Es ist sogar Geld übrig geblieben, gar nicht wenig. Mit dem haben wir die Wohnung abgelöst, die die Erbengemeinschaft im Dachboden hatte. Jetzt ist dadurch meine Rente etwas aufgebessert, weil mit 800 Euro Rente und ich bin als Minderungsrente durch eine Nervenentzündung. Und jetzt bin ich so glücklich und meine Frau hat gesagt, dass ich so viel Zeit in den Männern investiere, viel mehr Zeit in den Männern als nicht mehr, weil die hat gesehen, was da zurückkommt. Preise den Herrn. Also wer kann, reduziere seine Arbeit und steige in die Männerarbeit ein mit Pater Paulus. Jägerstätter ist nicht als Heiliger vom Himmel gefallen. Jägerstätter hat jeden Tag die Bibel gelesen, obwohl er als Bauer von früh bis spät arbeiten könnte und Tag und Nacht. Nein, seine erste Stunde hat er Bibel gehört. Und er hat gebetet. Und wir stehen alle in einem geistlichen Kampf. Er hat sich in diesem Kampf, geistlichen Kampf gegen für Christus entschieden. Und wir müssen uns auch jeden Tag für Christus entscheiden, sonst verlieren wir den Glauben. Und sonst werden wir von diesen Ideologien kassiert. Und Exodus bietet die Gelegenheit, sich wirklich täglich durch eine Bibelstelle und eine Meditation in meine Berufung als Mannsein zu vertiefen. Und das Tolle daran ist, dass es nicht allein mache, sondern ich 5, 6 Männer um mich habe, die das auch jeden Tag machen, mit denen ich mich einmal die Woche austausche, wie ist es mir in dieser Woche gegangen mit meinen Assistenten und so weiter und zu meinen Kindern. Und mit einem dieser Brüder tausche ich mich intensiv aus und da entstehen so richtig starke Männerfreundschaften, die wir uns wirklich bis ins Intimste hinein austauschen. Probleme mit Sexualität. Und ich muss sagen, dass ich in den letzten 4 Jahren, wir machen den Exodus unserer Bruderschaft schon rund um das Jahr, 20 Tage, weil wir gemerkt haben, wir sind schon süchtig, wir brauchen das, wir können ohne dem nicht mehr. Ich mache das jetzt 4 Jahre lang und ich muss sagen, ich bin in den 40 Jahren mehr gereift als in den 40 Jahren davor. Und es gibt unglaubliche Zeugnisse von Männern, die von Pornografie losgekommen sind, die früher, ja, einer, der sitzt sogar da, 3 Stunden am Abend immer Fernsehen geschaut hat. Jetzt schaut er nur mal ab und zu der Frau zuliebe Fernsehen, dass er mal hinsitzt daneben und dabei schläft er ein. Also der ist wirklich befreit worden davon. Es sind Agnostiker dabei, die wegen der Askese gekommen sind und dann zum katholischen Glauben gefunden haben. Es sind Freikirchler dabei, die dann katholisch geworden sind. Es sind sogar Ungetaufte dabei, die dann in die Taufvorbereitung gegangen sind. Es sind sehr viele Priester dabei und da müssen wir wirklich beten um unsere Priester. Die werden von der synodalen Sekte in die Ecke getrieben jetzt. Die werden erpresst zum Teil. Es gibt noch viele gute Priester in Deutschland. Aber die werden jetzt wirklich an die Wand gefahren, wenn sie diesen synodalen Unsinn nicht mitmachen. Und wir müssen als Männer uns in einer wirklichen, einen Gebetswahl um die Priester rumstellen, mit ihnen beten, sie einladen, mit uns Exodus zu machen. Es gibt viele Priester, die das machen und die sagen, es tut richtig gut, einmal die Woche mich mit echten Männern geistlich auszutauschen.
Und das brauchen die Priester, die Vereinsamen, weil sie zum Teil überlastet sind und weil sie einfach nicht mehr verstanden und immer nur kritisiert werden. Und die brauchen Männer, die sich hinter ihnen hinstellen und sagen, du bist ein ganzer Kerle, du hast alles für Christus gegeben und wir stellen uns hinter dich. Und das brauchen die dringend. Deshalb ladet bitte diese Männer ein. Und inzwischen hat ein Exodus-Bruderschaftsleiter gesagt, bei uns ist ein Bischof dabei. Und es gibt auch viele Berufungen schon. Also 5 junge Männer, von denen ich nur weiß, die haben schon im Herzen ein bisschen gebrütet. Da ist eine Berufung, darüber nachgedacht, aber sind durch Exodus ist diese Berufung, haben sie einen Befreiungsschlag bekommen und haben gesagt, so, jetzt gehe ich ins Priesterseminar. Und ich denke, das liegt so viel Potenzial in diesem Programm drinnen, dass ich möchte mal fragen, wer hat von euch schon Exodus gemacht? Hände hoch bitte. Oh, es werden immer mehr. Ja, das sind circa 30, schätze ich mal, oder 40. Also wir brauchen, und Exodus hat das Potenzial, wir haben fünf Jahren angefangen mit 6 Männern, das zweite Jahr waren 100 Männer, das nächste Jahr 300, letztes Jahr waren 600, dieses Jahr 1500 und nächstes Jahr hoffen wir, dass es 3000 sind im deutschsprachigen Raum. Das hat wirklich das Potenzial, eine neue Männerrevolution auszulösen. In den USA gibt es viele Priester, die sagen, holen sich 5 Männer, machen wir Exodus und dann sagen sie nach den ersten 90 Tagen so, jetzt holt sich jeder von euch 5 Männer und dann fangt ihr vorne an. Und Exodus 90 ist ja nur die Einstiegsdroge, dahinter wartet ein 3-jähriges Bibelprogramm und so bilden sich diese Priester Katechisten heran in der Gemeinde, Männer, die zuerst in der Familie ihren Job machen und dann in der Gemeinde neue Evangelisierung betreiben. Weil wir haben nicht mehr viele Priesterberufungen. Und wenn wir den Glauben der nächsten Generation weitergeben wollen, dann müssen wir zupacken. Jeder einzelne von euch ist gerufen. Und wer Nein sagt, der begeht eine Unterlassungssünde. Also ich bitte euch, öffnet euch, probiert es aus. Es kann passieren, wenn wir Männer jetzt nicht aufstehen in Osteuropa, da sind sie schon wieder in den Schützengräben, dass wir oder unsere Kinder dann auch in den Schützengraben gerufen werden. Weil jeder religiöse Niedergang bringt einen kulturellen Niedergang und der endet meistens im Chaos und im Krieg. Das hat die Kirchengeschichte x-mal bewiesen. Und ich bitte euch, fasst Mut, ihr habt das Zeug, packt zu, und engagiert euch dort, wohin euch der Herr ruft. Ich möchte euch auch das Buch empfehlen von Franz Jägerstätter, das ich hinten verkaufe, ist ein Sonderpreis 10 Euro. In diesem Buch sind Briefe drinnen, vom Briefwechsel mit seiner Frau, wenn er im Gefängnis war, bevor er exekutiert wurde. Und die sind herzergreifend, diese Briefe. Das müsste mal gelesen haben. Wer kann, der soll sich mal den Film anschauen. Es gibt ihn in YouTube, bei Amazon um 4 Euro kann man ihn dort ausleihen. Der heißt Ein verborgenes Leben. Da sieht man deutlich, wie dieses Ehepaar ringt um eine Entscheidung. Das war kein Honigleck in diese Jahre der Entscheidung. Und so werden heilige Männer geboren und heilige Frauen. Die Schauspielerin, die seine Frau gespielt hat, die hat sich bekehrt, die hat gesagt, ich gebe mich für keinen leichten Film mehr hin. Die war so ergriffen davon, von diesem Zeugnis der Frau von Jägerstätter. Halleluja.